Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infusions for Life und willkommen auf meinem Kanal. Heute, wie unschwer aus der Beschreibung zu erkennen ist, geht es um das Thema Nissan GT-R. Und was du nicht weißt, was du wissen solltest, bevor du dir einen Nissan GT-R kaufst. Das Auto, das du unbedingt mal zumindest gefahren haben musst. Aber es gibt Menschen, die denken weiter. Sie möchten sich so ein Auto für immer kaufen. Solche Leute wie beispielsweise ich, die einfach sagen, es ist ein Top-Ultimo-Fahrzeug, das wirklich kein anderer Hersteller außer Nissan geschafft hat, so zu produzieren, so für uns Enthusiasten zur Verfügung zu stellen, dass sie uns alle damit glücklich machen. Aber es gibt auch bei einem Nissan GT-R kleinere Wermutstropfen, die dir niemand sagt, weil entweder geht es unter oder man versucht es wirklich kollektiv zu verschweigen, und dass das alles nicht passiert, deswegen reden wir heute darüber. Der Nissan GT-R ist ein wunderschönes Auto, zweifelsohne. Es gibt aber Winkel, wenn man das Fahrzeug von einer bestimmten Fläche aus anschaut oder Seite, da muss man sagen, naja, er sieht nicht so toll aus. Da gibt es beispielsweise, wenn du dich links oder rechts neben den Kotflügel hinstellst, einen Winkel, da sagst du dir, das sieht überhaupt nicht gut aus. Wenn du dir aber überlegst, dass das Fahrzeug deswegen so konzipiert wurde, dass es trotz seines Gewichtes so eine extreme Kurvenlage bekommen kann, eine Geschwindigkeit, eine Beschleunigung, dann wird dir halt eben auch klar, dass du dir sagst, okay, dann ist es nicht nur designtechnisch, ne, schief, sondern es hat damit was zu tun, dass die Menschen sich darüber Gedanken gemacht haben, dass der Wagen gute Werte bekommt und dass diese Werte halt eben dazu beitragen, dass das Auto diese Ikone ist, welche sie nun mal ist. Und eins müssen wir uns aber auch klar machen. Dieses Fahrzeug hat nicht im geringsten damit zu tun, was ihr im Internet seht, ne? Mit Feuerspucken und diese unglaublichen Lautstärken oder so, weil das sind teilweise alles super modifizierte Fahrzeuge und haben mit dem eigentlichen Nissan GT-R nicht so viel gemein. Aber was sie mit diesem Fahrzeug ursprünglich gemein haben, ist, dass der Wagen extrem schnell ist. Also wenn man sich überlegt, woher ich komme, M3 E92, M4 F82 und auch ein paar AMGs, die hinter mir liegen, und eine Cobra mit 800 PS, dann muss man wirklich sagen, dieser Wagen hat mich vollkommen überzeugt. Vom Handling, von der Fahrzeugcharakteristik, von der Art und Weise, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, von der Beschleunigung, ist das Auto einfach nur absoluter Hammer. Und jetzt kommen wir wirklich zu den negativen Punkten, also den wirklich extremst negativen Punkten, die für mich sehr, sehr wichtig sind, dass ihr wisst, bevor ihr euch einen Nissan GT-R holt. Und zwar, hat euch schon mal jemand gesagt, dass die hinteren Sitze wirklich nur Attrappe sind? Ihr habt vielleicht mitbekommen, irgendwo in einem Forum gelesen, ja, die hinteren Sitze sind Attrappe. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, sie sind tatsächlich Attrappe. Wir haben, wenn wir dieses Fahrzeug verwenden, da es ja unser Daily Driver ist, mein Schatz und ich, diesen Wagen immer im Einsatz. Und manchmal müssen halt eben auch Einkaufstüten in das Fahrzeug hinten rein. Und glaubt es oder glaubt es nicht, aber ich würde euch eher raten, ihr solltet es mir glauben, was ich euch zu sagen habe. Mir sind hinten die Sitze aufgrund des Gewichts der Tüten gerissen. Tatsache, also dieser Sitz, der ich da hinten habe, oder diese Sitzattrappe, besteht tatsächlich nur aus einer Art Plastik, Schaumstoff und ein bisschen Aluminiumfolie. Und so wirklich ein ganz, ganz einfaches Kunstleder, das da drüber liegt. Und das Zeug ist mir gerissen. Also ihr sollt euch eigentlich nur im Klaren sein, kauft euch ein GT-R, alles cool, aber verwendet nicht die hinteren Sitzflächen als Sitzfläche, tatsächlich. Als Fläche, auf die ihr irgendwas ladet, denn ihr werdet es bereuen. Ich habe es nicht bereut, das kann man ja immer wieder irgendwie beledern lassen, aber man merkt halt mit der Zeit, ne, verabschiedet sich das dann schon. Zum zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, wenn du einen Nissan GT-R fährst, Leute, ihr sollt euch nicht erschrecken, aber ihr müsst unbedingt davon Bescheid wissen. Der Nissan GT-R lässt sich, wenn er warm gelaufen ist, wenn ihr von einer Autobahnfahrt herunterfährt und ihr sagt euch, oh damn, meine Tankanzeige, ich muss gleich tanken.
dann lässt der Wagen sich nicht so problemfrei tanken, denn es gibt da ein Entlüftungsproblem bei einem Nissan GT-R, das schon seit jeher am Start ist, dass die Leute überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und zwar ist das, wenn du tanken möchtest, der Wagen warm ist, dann schießt es dir jedes Mal die Zapfpistole ab. Du brauchst einen bestimmten Winkel, den du ansetzt mit der mit dem Zapfhahn, dass der GT-R das überhaupt dann zulässt. Ne? Das ist halt eben so eine Eigenheit von einem GT-R. Die kann sogar auch passieren, wenn der Wagen eiskalt ist. Also auch wenn du jetzt gerade den Wagen anschaltest, denkst, oh, ich muss jetzt gerade tanken, selbst dann kann dieses Problem auftauchen. Ein dritter Negativpunkt, den, naja, manche sagen negativ, manche sagen auch nicht negativ, aber es ist tatsächlich die Geräuschkulisse in dem Nissan GT-R. Wenn du aus einem M3 92 kommst, ne, oder aus einem M4 F82, dann wird es halt schon irgendwo ein bisschen eng, weil das Getriebe hört sich tatsächlich manchmal im Kaltstart an, als würde es jeden Moment auseinanderfliegen. Wie, ich sag das immer so, wie eine Werkzeugbox, die auf dem Boden fällt. Und das musst du dir halt eben im Klaren sein, wenn du dir einen Nissan GT-R kaufen willst. Da ist viel, viel Heritage dahinter, viel, viel Legende. Aber es ist halt wirklich ein eher renninspiriertes Fahrzeug. Ne? GT für Grand Tourer, aber dann das rote R für Racing. Und das merkst du dann auch. Vierter Punkt, bei dem so manch einer, wenn das wüsste, vielleicht sogar von einem GT-R-Besitzvorhaben zurücktreten würde, sind tatsächlich, Leute, der Wagen sind die Sitze. Also der Wagen, Leute, wird ja in Japan gebaut, ne? Und Japaner, und da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, sind halt eben manche von der Körpergröße ein bisschen kleiner als wir Europäer oder die restliche Welt. Und das Problem, das hier jetzt eben herrscht, ist einfach, diese Sitze sind sehr, sehr schmal geschnitten, sehr, sehr klein geschnitten. Und als Europäer, ich bin 1,98 Meter groß, merkt man das schon. Also wenn du untrainiert bist, du kaufst dir den Wagen, dann garantiere ich dir, wirst du Rückenschmerzen haben. Mit dem GT-R und den Standardsitzen wirst du Rückenschmerzen haben. Es gibt auf der Aftermarket-Schiene natürlich ganz viele Möglichkeiten. Recaro, riesengroßer Name, Pole-Position-Sitze, die du dir wirklich aneignen kannst. Und das solltest du dann auch wirklich tun, wenn du untrainiert bist. Bei mir ist es kein Problem. Ich bin trainierter. Ich habe ein breites Kreuz. Ich merke aber schon bei diesem breiten Kreuz, dass mir diese Wangen wirklich stark in mein V halt eben einschneiden. No pun intended. Für die, die halt eben nicht trainieren, ohne Scheiß, dann fangt es halt eben an. Und dann würdet ihr auch glücklich werden mit den Standardsitzen. Ansonsten müsst ihr halt eben das extra Geld herausgeben für Pole Position Sitze. Es ist halt eben so, also das ist mir ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr euch einen GT-R kauft, dass ihr ganz, ganz sicher seid, dass ihr versteht, dass der Wagen halt eben doch seine Eigenheiten hat und dass man auch kapieren sollte, was auf einen zukommt. Aha, mir fehlt da gerade was ein. Und eine Kleinigkeit darf man natürlich nicht vergessen, es ist ja auch die Wartungskosten, die auf einen zukommen. Wartungskosten, die schon, ja, es ist relativ hoch. Ja, für einen ist halt eben nicht hoch, der eine sagt, es ist halt eben gerechtfertigt, weil halt eben eine GT-R und so. Aber man muss sich halt im Klaren sein, alle 5.000 bis 8.000 Kilometer spätestens muss das Motoröl gewechselt werden, alle 8.000 bis 12.000 Kilometer, das ist meine Empfehlung, ganz persönlich, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, alle Differentialöle, weil dieses Fahrzeug verfügt ihr über Front- und Heckdifferenzial, das bitte auch wechseln. Transmission Oil, auch Getriebeöl, bitte bei diesen 8.000 bis 12.000 Kilometer wechseln. Und das mache ich halt eben. Ne? Und zusätzlich kommt dann auch, dass jedes Jahr die Spur eingestellt werden muss. Ne? Dieser Wagen ist ja eben renninspiriert. Und weil er renninspiriert ist, hat er viele, viele Schräubchen, wo man Cast und Camber und so Plates verstellen kann. Und dementsprechend tun sie sich auch halt eben beim normalen Alltagsgebrauch, ne, je nachdem, wie oft du manchmal in der Linkskurve fährst, verstellen. Das merkst du halt eben, wenn irgendwo eine Spurrille ist, du willst bremsen und man zieht das Fahrzeug fast in den Gegenmann auf der anderen Fahrbahn rein. Ne? Und da musst du halt eben dir im Klaren sein, okay, jetzt ist wieder Zeit, jetzt werden wieder 600 Euro in die Hand genommen und der Wagen muss mit der Spur eingestellt werden. Und da steht er nun, der Dämon der Industrie, das Monster, das den kompletten Markt aufgemischt hat und jetzt natürlich auch eingestellt wurde und zu
Recht die Preise nach oben schießen lässt. Einen Wermutstropfen müsste ich euch allen noch auf den Weg geben. Wenn ihr von einem Mustang kommt und mit dem Mustang GT gewöhnt wart, Donuts und Burnouts zu machen, das wird mit diesem GTR in dieser Stock, completely Stock, nicht funktionieren, weil der Wagen dir sonst kaputt geht. Bei dem ersten Versuch, einen Burnout zu machen, ganz, ganz empfindliche Elektronikteile in dem Nissan GTR. Das heißt, er gibt dir Grip, er gibt dir Power, du hast Beschleunigung, aber der Burnout, der wird nichts. Und ich will euch aber auch noch dazu sagen, das Auto ist wirklich phänomenal. Ne? Zu den ganzen Kosten, die dazukommen, zu den klitzekleinen Sachen, die halt eben anstehen oder halt eben auch nicht anstehen, ist das Fahrzeug echt total zuverlässig. Ihr macht da keinen Fehler, wenn ihr schon immer von einem GTR geträumt habt. Aber bitte seid euch einfach immer nur bewusst, es kostet auch Geld. Ne? Ist nicht umsonst das Fahrzeug, ihr wisst, wie es ist, der Wagen in der Anschaffung ist schon teuer, dann aber auch im Erhalt und dessen muss man sich einfach im Klaren sein. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch wirklich noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen konnte und vielleicht euch ein bisschen näher an den GTR, aber für manche andere auch ein bisschen weiter weg vom GTR gebracht habe, einfach weil er sich im Klaren ist oder sich jetzt wirklich Gedanken machen kann, will ich so ein Fahrzeug haben oder will ich auch nicht. Ja, Leute. Das war's. Ne? Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, bevor ihr euch einen Nissan GTR holt, auf welche Kriterien ihr Acht geben solltet und was es wirklich bedeutet, einen Nissan GTR zu fahren. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button, subscribed und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video.